It went that way. Right. We will survive. Oh Gott, willkommen zurück zu Tales of Crisis F und okay. Wie es aussieht, sind wir erwachsen geworden. Oh, jetzt kommen die Elf-Angriffe. E-Artists können sich von Kämpfer zu Kämpfer stärker unterscheiden als A-Artists. Mach sie dir zunutze, okay? Das ging gerade sehr schnell alles. Okay. Wie viel Leben hatten die überhaupt? Ja, fast 1000, okay. Ich muss erstmal schauen, wie diese E-Artists überhaupt funktionieren. Artists. Espel? Mal schauen, was hat er denn? E-Artists und Schatzkörbe. Ah, okay. Dämonenzahn. Schock. Wellenhieb. Okay. Das war dann einer, ne? Genau. Dämonenzahn. Okay. Ah, jetzt. Okay. Also auf Kreis für mich jetzt, dass man die dann E-Artists benutzen kann. Demon Fang. Ah, Demon Fang. Was man halt so bei den ganz üblichen Elf-Spielen kennt. No one can stand before my blade. Flinke Zahn, Adept-Titel erhalten, okay? Well done, Asbel. I see my worries about your first field mission were completely unfounded. Sir, my success is due to your superior instruction. You don't have to be so formal. Just keep doing what you've been doing, and we'll be fine. Sir. All right. Let's go over the mission briefing one more time. We are here to investigate Orlan, a village located on the far side of the forest. It has a population of about 50, give or take, mostly employed in forestry. A few days ago, the Royal Knights received word that the residents of Orlan had suddenly vanished without a trace. Our mission is to meet the Knights investigating the area and provide them with whatever assistance they require. Understood, sir. It's an unusual mission. Keep your guard up and be prepared for anything. This concludes the briefing. Alles klar. Gut, wir sind Orlan weit und sollen dann die Bewohner von Orlin dann finden. Und ein wenig erkunden. Was hast du denn Schönes? I want to give you something. Was Spannendes, was noch spielt in Schokolade? Ein Elf-Mixer, ein seltsames Gerät, das Elf in Objekte umwandelt. Sein Elf musst du in Läden auffüllen. It's an Elf-Mixer. Okay. We have some real battles ahead of us, so it should come in handy. I know you've probably trained with one before, but let's go over it again, just in case. Wäre mir auf jeden Fall auch vorteilhaft, weil ich kenne mich da nur nicht so aus. Okay, mit dem Elf-Mixer können verschiedene Gerichte im Kampf gekocht und Objekte hergestellt werden. Kein wahrer Held kann auf ihn verzichten. Okay. Wir haben 3 Slots, was man wahrscheinlich zusammenfügen kann. Was kann man denn? Das ist dann so was ähnliches wie Dualisieren. Okay, machen wir mal Reisbällchen. Einfach, oder? Sobald die Bedingungen unter im Kampf erfüllt sind, heilt das Reisbällchen automatisch eine HKP. Der Mixer muss also immer gut gefüllt werden. Halten, okay. Kann ich noch irgendwas? Im Kampf, wenn jemand weniger als 60% des KPs hat, aktiviert sich dann das Reisbällchen. Kann ich da noch irgendwie was machen? Ein Trank des Lebens? Ne, es geht nicht. Apfelgummi? Objekte im Mixer vervielfältigen sich mit der Zeit. Auf Reisen 10% Vervielfältigung bedeutet, dass ein Objekt mit der Wahrscheinlichkeit von 10% pro Minute vervielfältigt wird. Objekt in deinem Album kannst du auch einsetzen, wenn sie sich nicht in deinem Besitz befinden. Ah ja, also einmal was für einen Kampf, einmal was für unterwegs. Wir haben 40% Vervielfältigung, das heißt, theoretisch alle 2 Minuten wird man auf jeden Fall was bekommen. Oder beziehungsweise 50% jede Minute. Okay. Mehr geht nicht. Mehr rausnehmen kann ich es dann auch nicht mehr. Doch entfernen könnte ich es jetzt nochmal.
That's it. Ich war noch gar nicht fertig. Ah, Malik ist im Team, okay. Level 12. Ich wollte eigentlich noch Mixer. Ich wollte noch mal wegen was schauen, ob ich da noch irgendwie was rein tun kann. Reisbrei. Nach dem Kampf, okay. Safran. Kann ich das auch duplizieren? Unterwegs 1,1% Vervielfältigung. Das ist ziemlich wenig. Aber damit kann man halt unsere Verteidigung erhöhen. Das ist natürlich auch was. Warte mal, kann man da noch was machen? Morscher Reißzahn. Irgendwie was Seltenes. Da steht vor allen Dingen 11 benötigt, 72. Da steht auch immer die Wahrscheinlichkeit, was man findet. Warte mal. Kurz bei dem Buch. Buch der Sättigung. Mit diesem Zauberbuch kann ein Elf-Mixer pro Kampf zwei Gerichte kochen. Mit diesem Zauberbuch setzt Elf ein, um die Höhe deiner Elf-Anzeige zu erhöhen. Verbracht. Halbiert den erlittenen Schaden. Okay. Erhöht den psychischen Angriff zweier Figuren unter bestimmten Voraussetzungen. Dieses Zauberbuch verhindert feindlichen Schaden. Sofern du Elif hast, verdoppelt die Dauer von Elif Schüben. Zwei Gerichte kochen. Irgendwie was noch selten ist. Oder Trank des Lebens wäre natürlich auch was. Dass wir das erstmal vervielfältigen. Und Safran. Machen wir es erstmal so, wir können uns ja im späteren Verlauf nochmal etwas genauer damit befassen. Ansonsten haben wir sonst noch irgendwie was. Artis, mal kurz die Artis von ihm schauen. Du kannst wahrscheinlich first. Du kannst mich nicht teilen, okay? Du kannst es auch nicht, okay. Gut, dann haben wir es soweit alles. Eieiei, da kommt schon wieder einer an. Gehüpft, was ist denn mit dir? Komm, kämpfen wir doch mal. Dreimal. Okay, zwei verschiedene Gegner: einmal Philipholia und einmal die Knospe. Ah, ja. Ja, viel Leben haben die aber nicht. Eieieiei, Malik, da haut er richtig rein. Great work, Captain. Great work, Captain. So bad there yourself, Asbel. Und Reis haben wir bekommen. Oh, Malik hat einen neuen Upgrade für seinen Titel erhalten. Nice. Wunderbar. Ah, also im letzten Part ist da einiges passiert. Sophie ist gestorben, so die ganzen Leute haben sich mehr oder weniger gedrängt, mehr oder weniger freiwillig. Was mit Richard ist, weiß man halt auch nicht. Vielleicht ist er ja von diesem komischen Vieh, was wir da in der Höhle gefunden haben, vielleicht irgendwie eingenommen, dass er dann jetzt böse wird, dass er zum Edgelord geworden ist, weil ansonsten kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wie der jetzt so geworden ist. Also, eigentlich weiß ich nicht, ob er ein Edgelord geworden ist, aber so wie man das im Opening gesehen hat, wo der Richard dann vor einem Baum stand und wo dann Asbel gekommen ist, ihm die Hände gereicht hat, so, hey, jo, was geht ab? Er so, tö, geh einfach nur weg. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der wahre Endgegner sein wird. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie so das erste Treffen als erwachsene Kerle zum Beispiel ist. Trank des Lebens, ich habe Trank des Lebens gefunden. Ja, okay. Ja, da, ich habe auf jeden Fall einige Fragen. Da habe ich einen Stein, den kann ich wahrscheinlich von der anderen Seite dann umkicken, damit ich dann ein bisschen... du bist auf jeden Fall kein Wölfchen mehr, mein Wölfchen. Er ist aber auch richtig stark, der Malik. Immer wenn ich Malik sage, dann denke ich halt immer entweder an Yu-Gi-Oh! Den Marik oder Malik, so die Tales of Berseria, die wurden ja auch Malik mehr oder weniger genannt. Ein Stück Holz. Yeah, endlich habe ich mein Holzstückchen. Woohoo! So. Und Turtles. Nur echt mit dem Z. Ach, Mist. Kaum habe ich mich entschieden, im Wald niederzulassen, wird's hier ziemlich platt gemacht. Da scheint's euch... es wirklich gefährlich zu sein. Bereitet euch lieber gut vor. Na freilich. Kaufen, was haben wir denn? Wir haben Apfelgummi, Trank des Lebens, einen heiligen Trank. Ein Allmittel. Ich glaube mal einen können wir mal davon kaufen. Was können wir sonst dualisieren? Wollen wir mal einen dualisieren? Was könnte man zum Beispiel machen? Ein Fell mit ein Stück Holz kann man ein geerbtes Leder machen. Ja, machen wir halt mal. Fusion! Mehr oder weniger kann man es nur verkaufen, so wie ich das gesehen habe. Sonst noch irgendwie was? Was haben wir da?
Eine Feder mit einem rostigen Nagel. Kann ich eine Fliege machen? Wollen wir mal, halt mal. Eine bitte. Eine Feder und rostigen Nagel, okay. Das ist komisch. Fliege. Ein Köder, der vom Angeln verwendet. Ah, man kann auch angeln. Sehr interessant. Aber ich denke mal, das reicht erstmal. Zurück, zurück. Ich habe hier eine Schatztruhe gefunden. Und ich liebe meine Schatztruhen. Und Glitzer und Funk. Da haben wir einen Speicherpunkt. Da kann man dann speichern. Eisentunika. Kann ich das ausrüsten? Mal schauen. Können wir eigentlich mal benutzen? Kann ich sonst noch irgendwie was machen? Den Titel können... Ja, das sind viele Titels auf jeden Fall, die ich im Laufe des Spiels noch freischalten kann. Schwert, Novize. Aber ich würde mal sagen, wir bleiben erstmal bei Flinkerzahn Adept. Lassen wir das erstmal so. Warte mal kurz. Ja, da ist schon 2000 KP, der gute Malik. Da geht auf jeden Fall das. Aber der, auch der Espel hat fast halt 2000 Marke erreicht. Das ist lieblich. So, lass mich da durch. Mit dir will ich nichts mehr kämpfen. Mit dir haben wir schon. Ja, wir gehen einfach weiter. Aber ich habe so ein Gefühl, hier haben wir... Remember your training. Ein Vögelchen. Axtadler. Ne, wie heißt du? Oder David, ich hab dich schon besiegt, oder? Ja. Ach Gott, ich wollte schauen, wie der Vogel heißt. Weil er ist auch so ein typischer Gegner von einem Zeltspiel. Technikbonus Herausforderung. Bitte der nächste Kampf eine Herausforderung mit einer kniffligen Bedingung. Kriege ich aber eine bessere Belohnung. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Falls ich mal irgendwelche Gegenstände farmen möchte oder muss. Wer weiß das schon, was man da alles noch in dem Spiel machen kann. Vor allem bin ich auch gespannt. Normalerweise bei den Tenspielen ist es ja so, im späteren Verlauf gibt es ja so einen optionalen Dungeon und wahrscheinlich auch optionale Gegner von den älteren Tenspielen. Da bin ich mal richtig gespannt, wen wir hier so treffen. Ich würde gerne gegen die Tales of Symphonia mehr gerne kämpfen. So, aber hier speichern wir erst einmal. Machen wir einen neuen Speicherstand. Haben wir schon 10. Ich mache halt für jedes Ding einen neuen Speicherstand. Ist ja wurscht, wie viel ich mache. Bei Symphonia habe ich, glaube ich, 82 Speicherstände oder so gemacht. Ja, immer nur wegen Sicherheitshalber. Cutscene, was haben wir denn Schönes? Ah, den kenne ich doch, den Kerl. Captain Malik, it's an honor to have you here, sir. What have you learned? Early reports on the missing villagers appear to be true. We found no trace of them. It looks like there was a fire. So it does. A bad one from the state of things. Da ist auch alles zerschleckt, mich am Arsch. Da haben sie auf jeden Fall gewütet. Any connection between the fire and the missing villagers? We're looking into that right now. If you could lend a hand, it would be much appreciated. Na freilich, wir gucken uns ein bisschen um. You heard them, Asbel. Yes, sir. Is this the cadet we've been hearing about, Captain Malik? Ich bin 7 Jahre bei euch gewesen. Und ihr erinnert euch nicht an mich. Das ist das Schild für euch. This is Asbel Lant. Today is his first field mission. It's an honor to meet you. All right, let's get started. First we'll split up and take a look around the village. If you find anything, let me know ASAP. Yes, sir. Deshalb Persönlichkeit hat sich ein bisschen geändert vom Espel. Gut, dann wollen wir doch mal umschauen, aber reden wir erstmal mit den Leuten. Wer könnte das getan haben? Das ist jenseits von allem, wozu normale Monster fähig sind. Das ist richtig. Viel Glück, zeigt uns, was ihr drauf habt. Wer ist nicht zu sagen? Okay. So reingehen kann ich wahrscheinlich dann auch nicht. What's that? Irgendwas kriecht und fleucht hier. Guck halt nach. I shouldn't call the captain until I know where that noise is coming from. Now, where did it go? Wir schauen halt immer weiter. Viel zu erkunden gibt's halt hier jetzt echt nicht. Muss ich hier wieder das Dorf verlassen? Naja, wir gucken noch weiter. Falls wir überhaupt die Möglichkeit dazu noch haben, da. Aha, was haben wir denn hier Schönes? Da ist das ein Dog? Oder maybe a wolf? Cyberwolf!
Habe ich halt nicht so das Gefühl. Ja. Ich komme gar nicht zu ihm, oder? Ich kann gar nicht Bescheid sagen, ohne dass ich... Doch, da. Warte mal, ich spreche mal mit ihm. Irgendwo im Dorf muss es einen Hinweis geben. Sucht weiter. Das ist das komplette Dorf. 1, 2, 3 Häuser? 4? 3? 4? Das ist ja viel. So, mein Freund, was ist deine Mission? Damn, what the hell is this? Er ist böse. Töte ihn. Sieht aber geil aus. We will Nova Wolf, okay. Wow. Leck mich am Arsch, ich kann Laser abfeuern. Warte mal, verteidigen. Why can't I hurt it? I'm not about to lose here. Huh? It worked. All right. Öffne das Menü und lege Blitz an. Mach mal doch. Mach mal Blitz auf links und rechts. Ein Hiebangriff, da einen göttlichen Blitz heraufbeschwört. Okay. Das Nova-Attribut von Blitz kann Nova-Barrieren zerstören und er ist anfällig für Nova. Nutze das zum Angriff. Alles klar, Chef. What? Spüre die Macht, meine Blitze. Kann ich jetzt ganz normal angreifen? Naja, bissle. Aber mit dem Blitz mache ich auf jeden Fall mehr Schaden. So, jetzt mal wegen Verteidigen, dass ich mich ein bisschen aufgesammelt habe. Genau. Mit der Leiste ist dann so mal Angriffsmuster. Oh. Reißbällchen gegriffen. Ah, okay. Ah, dann der Elef-Mixer auf jeden Fall seine Funktion erfüllt. Es war auf jeden Fall kein leichter Kampf, vor allem mit 1000 weniger HP hätte ich schon ein paar Apfelgummi nehmen müssen. So, hüpfen mal wegen zurück. Woo! Fang mich doch! Und volle drauf. Ich verteidige ihn wieder. Gut, jetzt habe ich 9 und jetzt Feuer frei. Let's attack! Wieder wegen zurück. Ja, wir könnten vielleicht doch noch einen Apfelgummi gönnen, da gönnen wir uns heute mal richtig. Haben wir sowieso 18 Stück von da, das sollte es eigentlich kein Problem für uns darstellen. Mit dem Elf-Mixer können wir ja noch ein paar weitere suchen, denke ich mal. Und kann ich es auf jeden Fall mal benutzen. So, der ist jetzt auch ziemlich down, noch 138. Ach na, mach einen Wisch! Der ist immer noch. Bam. Kleinen Bonus an FP habe ich noch bekommen. Also mit dem FP kann ich auf jeden Fall meine Titel aufleveln. Und einen Eisenkraut haben wir bekommen. Nice. Elf-Anzeige. Im Kampf wird die Anzeige links auf dem Bildschirm das erzeugte Elf an. Ist es doch das Blaue an meinem Rahmen? Der blaue Abschnitt entspricht der Nick-Gruppe. Er steigt, wenn du angreifst. Angriffen wirst, einen Angriff abwehrst oder ihm ausweist. Der rote Abschnitt steht für deinen Gegner und funktioniert ähnlich. Da muss ich mal ein wenig genauer drauf achten. Was für ein roter Balken, da habe ich jetzt eigentlich gar nichts gesehen, aber okay. I finally beat him. But what was that light from my hand? What is this thing? Did you slay this beast? Na, das lag da einfach nur. Yes, sir. It attacked without warning, so I defended myself. Captain, do you think this creature is responsible for the missing villagers? It's certainly possible. I found evidence of wild animal attacks while I was exploring the village. This thing could have been part of a larger group, but we'll need more info to be sure. You have our gratitude, Captain. I think we can take it the rest of the way. Understood. Asbel, we're done here. Woo! Feierabend! Thank you for your assistance, Asbel Lant. No problemo. Of course, sir. I'm glad I was able to help. Indeed. Your efforts may have unlocked the core of this little mystery. Captain Malik has chosen well. I look forward to having you in our ranks.
Now, now, this boy is no knight. Not yet, anyway. Forgive me, sir. You're a lucky man to be trained by the captain himself. Do not waste the opportunity. Thank you, sir. I appreciate the advice. This ends your first field mission. Let's be on our way back to the capital. Woo! So, gibt's hier noch irgendwas zu erkunden? Ich denke aber eher nicht. Wir haben ja soweit das Vieh dann gefunden. Jetzt gucken wir hier noch. Irgendwie was? Nope. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen dann mal wieder zurück. Hoffen wir, dass das von euch erlegte Monster für den Angriff auf diese Stadt verantwortlich war. Was für eine grausame Kreatur. Sowas habe ich noch nie gesehen. Er konnte wenigstens Laser abfeuern, also das könnte durchaus möglich sein sogar. Macht euch keine Sorge um das, was danach kommt. Wir kümmern uns um die Ermittlungen und den Papierkram. Papierkram. Macht es dann mal schön. So, aber wir machen noch diese Cutscene und dann speichern wir und dann beenden wir den Part. We'll head back the way we came. You take the lead. Yes, sir. Asbel, I was glad for an opportunity to see your true prowess. But I must admit, I was surprised at what I witnessed. Surprise, sir? That monster was ready to destroy you. But then you suddenly... Well, I'm not sure what you did. Why have you kept this ability hidden? It's nothing I've tried to hide, Captain. In truth, I'm not sure how I beat the thing. You could be ready for real action now. I might even have to challenge you to spar one of these days. Did the Captain just praise me? Okay, dann speichern wir und wir verabschieden uns von diesem Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, euer Final.